Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickau sucht neuen Konservatoriumschef. Bernd Lutz Lange erhält Ehrenbürgerwürde und aus Puppenschulze wird Buchschulze. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Der Industrie- und Handelskammer Chemnitz stehen personelle Veränderungen ins Haus. Der bisherige Präsident Frank Bär nimmt seinen Hut. Das betrifft auch dessen Funktionen als Präsident der IHK-Regionalversammlung und als Vorsitzender im Sachverständigenausschuss. Die Ehrenämter gibt er auf, weil er schon allein durch sein eigenes Unternehmen zeitlich sehr stark eingespannt ist. Immer häufiger sei dadurch auch seine Familie zu kurz gekommen. Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten solle eine kommissarische Lösung gefunden werden, hieß es von der IHK. Und auch im nächsten Filmbericht geht es um personelle Veränderungen. Das Robert-Schumann-Konservatorium sucht einen neuen Schulleiter. Der sollte nicht nur das Management der voll ausgebauten öffentlichen Musikschule in personeller, inhaltlicher, pädagogisch-künstlerischer und administrativer Hinsicht übernehmen. Vielmehr sollte er über Führungskompetenz und gute Kommunikationsfähigkeit verfügen. Die Stelle ist nun von der Stadt öffentlich ausgeschrieben. Einen entsprechenden Nachfolger zu finden, wird schwer genug. Hat doch der bisherige Schulleiter Thomas Richter die Messlatte ziemlich hochgelegt. Richter war unter anderem federführend für den Ausbau des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit des Cons. In weit über 15 Jahren war er auch am Planen und Umsetzen verschiedenster Veranstaltungen beteiligt. Zudem hat sich der Pädagoge auch als Musiker und Komponist eingebracht. Richter beendet seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen. Heute, vor 100 Jahren, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hinterrücks ermordet. Liebknechts Leiche wurde als unbekannt in einer Rettungsstation abgelegt, die von Luxemburg in den Landwehrkanal geworfen. Damit hatten sich die Verfechter von Sozialismus und Nationalismus ihrer ärgsten Feinde entledigt. Die Köpfe des Spartakusbundes und der daraus später entstandenen KPD waren über Nacht zu Märtyrern geworden. Der Kreisverband und die Zwickauer Stadtverbände der Linkspartei und der SPD hatten aus diesem Anlass zu einer Gedenkfeier eingeladen. Auf dem Platz der Deutschen Einheit wurde am Rosa-Luxemburg-Denkmal ihrer gedacht. In ihren Worten verwiesen die Redner auf Rolle und Bedeutung der Arbeiterführerin. Rosa Luxemburg war nicht nur eine einflussreiche Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, des Marxismus, Antimilitarismus und proletarischen Internationalismus. Sie prägte den Satz, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, sich zu äußern. Realistisch gesehen bezog die im polnischen Zamość geborene das zwar nicht auf die Diskussion mit Andersdenkenden, sondern eher mit Gleichgesinnten. Trotzdem setzte sie in diesem Zusammenhang auf Bildung und offene Debatten. Sie war Symbolfigur der Freiheit und Gleichheit, versuchte mit all ihrer Kraft den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Sie war Jüdin und Verfechterin eines selbstbestimmten Lebens. Sie war promovierte Akademikerin und eine der ersten Frauen in der aktiven Politik, ein enfant terrible im Abbau von Vorurteilen gegenüber Frauen. Gründe genug, ihr unabhängig von ihrer politischen Überzeugung auch heute noch die Ehre zu erweisen. In unserer Tagaktuell-Sendung vom vergangenen Freitag haben wir darüber berichtet, dass der Kabarettist und Buchautor Bernd Lutz Lange anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt Zwickau die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen bekam. Sehen Sie im folgenden Beitrag die Laudatio der Oberbürgermeisterin Pia Findeis zusammen mit dem Interview, das uns der Ausgezeichnete im Anschluss gegeben hat. Bernd Lutz Lange, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern kann, ist streng genommen der Bauer in Zwickau. Geboren wurde er in Ebersbach, Kreis Löbau. Seit vielen Jahren lebt er in Leipzig. Und dennoch ist er ein großer Zwickauer.
Er wuchs in unserer Stadt auf und die Verbundenheit zu Zwickau hat er nie verloren, wie er auch selbst schreibt, und in seinem Leben hat das nie nachgelassen. Meine Damen und Herren, Herr Lange ging in unserer Stadt zur Schule und absolvierte hier seine Ausbildung. 1965 erfolgte der Umzug nach Leipzig. Hier hat er was auch gemein mit dem, wie wir immer sagen, größten Sohn unserer Stadt, mit Robert Schumann, der ja auch von Zwickau dann nach Leipzig gekommen ist. Bereits in den 1960er Jahren war er kabarettistisch tätig. Von 1978 an als Berufskabarettist. 1989 engagierte sich Bernd Lange für friedliche Veränderungen. Bekannt wurde er nicht zuletzt durch den Aufruf der Sechs von Leipzig. Gemeinsam mit Kurt Masur, Pfarrer Zimmermann und drei Mitgliedern der SED-Bezirksleitung rief man zu Gewaltlosigkeit und Dialog auf. Dieser Aufruf hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 mit über 70.000 Teilnehmern friedlich war. Sie wissen, dass Herr Lange außerdem Autor zahlreicher Bücher ist. 2004 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bernd Lange, der hier in der neuen Welt ja geradezu ein Heimspiel hat, zählt heute zu den bekanntesten Zwickauern. Auch nach seinem Umzug verfolgte er die Entwicklung dieser Stadt sehr aufmerksam. Dies zeigt sich beispielsweise in zahlreichen Besuchen, an den bestehenden Kontakten oder an den vielfältigen Veranstaltungen und Buchpublikationen. Mario Milch und Lange Strümpfe ist nicht nur ein autobiografischer Rückblick. Mit dem Werk wird auch Zwickau Zeitgeschichte lebendig und in Erinnerung gehalten. Zur dreibändigen Chronik, die Ende 2017 anlässlich des Stadtjubiläums erschien, steuerte er einen Beitrag bei. Dabei spart Lange weder mit Lob noch mit Kritik für Entwicklungen seit 1990. Aber selbst bei der Kritik neigt man, ganz gleich, ob man sie teilt oder nicht, dass es ihm nicht um ein Negativurteil geht. Es schwingt stets das Bekenntnis zu und das Interesse an seiner alten Heimat mit. Und manchmal ermöglicht er dem Leser neue Sichtweisen. Beispielsweise, wenn er über den Umbau des ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, in dem ich übrigens auch Abitur abgelegt habe, kurz und prägnant schreibt, das ehrwürdige Gebäude soll Hotel werden. Das TÜV, weil man dann in einer ehemaligen Penne wirklich pennen kann. Auch das ist Bernd Lange. Der Stadtrat hat am 25. Oktober 2018 einstimmig beschlossen, Herrn Lange mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Zwickau auszuzeichnen. Ja, also ich meine, wie es zustande gekommen ist, das muss mich einfach natürlich sehr freuen und hat mich sehr überrascht, dass also hier der Stadtrat, wie ich gelesen habe, nur einstimmig das beschlossen hat. Es ist also bemerkt worden, dass ich mit dieser Stadt sehr verbunden bin, nach wie vor, in meiner jetzigen, nun schon lange neuen Heimatstadt Leipzig gibt es keinen, der nicht weiß, dass meine eigentliche Heimatstadt Zwickau ist. Also das ist immer wieder im Gespräch klar. Und ich habe ja nur eine ganze Reihe von Büchern habe ich ja über Zwickau geschrieben. Also Mario Milch und Lange Strümpfe ist ja nur Zwickau. Auch in anderen Büchern kommt das vor. Die Freundschaften halten die ganze Zeit. Also ich bin immer Zwickauer geblieben, auch wenn ich Leipziger bin. Sie haben auch an der Chronik mitgewirkt. Ja, das war ein Angebot vom Kulturamt und das habe ich sehr gerne gemacht. Zwickau nach der Wende.
Ja, über das alte Zwickau habe ich ja schon viel geschrieben. Und nun ging es mal darum, wie ist Ihr Blick auf das jetzige Zwickau? Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich sage immer, also, was geleistet worden ist mit dem Schloss Osterstein und dem Kornhaus, das entspricht etwa dem, was Dresden mit der Frauenkirche wieder aufgebaut hat. Also so ist das für Zwickauer Verhältnisse durchaus einzusortieren. Und natürlich habe ich auch ein paar kritische Bemerkungen. Es sind leider auch ein paar Häuser dann nach der Wende verschwunden, die man vielleicht hätte erhalten können. Wenn man, sagen wir mal, wenn man zum Beispiel das neben dem Kornhaus dieses, wie heißt denn das nur gleich, Zellenhaus. Wenn man das Zellenhaus erhalten hätte, dann hätte jetzt zum Beispiel das Stadtarchiv Zwickau, was händeringend Platz braucht, hätte ein Haus gehabt. Also solche Sachen, die tun mir dann ein bisschen leid. Mir tut auch leid, dass der Lindenhof gleich weg war und dass der Schwanenschloss gleich weg war. Ne? Und die Innenstadt ist natürlich aufgeblüht, das leuchtet alles. Ne? Aber ich habe natürlich auch kritisch vermerkt, dass ich eben die Zwickau-Arkaden hätte sich Zwickau sparen können. Wir haben so eine tolle Innenstadt zum Flanieren, zum Bummeln. Die Hauptstraße hat drunter gelitten und es sind auch wieder ein paar Häuser dadurch verschwunden. Ne? Und früher sind doch die Karl-Marx-Städter nach Zwickau gekommen, weil sie hier ein bisschen Zentrum hatten, wo sie rumbummeln konnten. Ne? Also aber im Großen und Ganzen überwiegen natürlich die Vorteile. Ich empfehle immer allen Leuten, guckt euch Zwickau an. Und ich bin schon ein paar Mal mit Freunden und Bekannten hier gewesen, die erstaunt sind. Zwickau liegt im Schatten noch ein bisschen. Na, es wird immer wieder der Fokus in Sachsen auf Dresden, Leipzig, Chemnitz. Aber die viertgrößte Stadt hat es verdient, viel populärer zu werden. Dafür setze ich mich auch ein, wenn ich mal Fernsehen machen kann oder dies oder das. Dann, ich habe ja hier auch 100 Jahre Neue Welt, eine große Fernsehsendung gehabt. Ne, und ich werde auch immer dran sein, Zwickau ein bisschen bekannt zu machen. Mager Mensch und lange Strümpfe ist von über 100.000 Menschen gelesen worden. Also da gibt es welche, die sind einfach hierher gekommen, weil sie sagten, wir wollten das mal sehen. Stichwort Neue Welt, das war für Sie ja heute ein Heimspiel. Ja. Und Sie haben heute eine ganz tolle Geschichte zur Neuen Welt erzählt. Die Neue Welt ist also wirklich die Stätte meiner Kindheit und meiner Jugendzeit. Die gehörte meiner Tante Johanna Harzer. Meine Mutter, ihre Schwester, hat hier gearbeitet als Kaltmamsell und als Kaffeeköchin. Und heute waren nun Familienmitglieder da. Es war meine Cousine Anne da. Deren Großvater ist also der berühmte Richard Harzer, dieses RH. Der den Mut hatte, um es überlegen, den Mut haben, so ein großes Konzert im Ballhaus hier zu begründen. Ne? Dann war auch die Witwe meines Cousins da. Der Heiner Harzer ist leider schon 1990 gestorben und sein Sohn wiederum war da. Der Bert, der ist bekannt in Zwickau als Fotograf, Bert Harzer. Das ist dann schon der Urenkel sozusagen. Ne? Also hier habe ich viel Zeit verbracht. In der Kindheit habe ich hier mit meinem Cousin gespielt. Bei Regenwetter sind wir hier mit dem Fahrrad über den Tanzboden gefahren. Wir haben hier Hockey gespielt, mit ohne Hockeyschläger, sondern die Spazierstöcke rumgedreht, in Tennisball. Und dann die Aufgänge zu den Terrassen waren unsere Tore. Und dann ging meine künstlerische Sache natürlich hier los. Ich war in der Clubband. Wir haben hier diese Tanzabende gehabt. Das haben wir ja vor ein paar Jahren nochmal als Oldie-Tanz wiederholt. Da waren ja innerhalb von 3 Tagen war da eine neue Welt ausverkauft. Ich habe hier Kabarett gespielt mit den Akademikern, wo ich viele Jahre Mitglied war. Dann anschließend mit meinem Kollegen Gunter Böhnke hatten wir ja ein Duo mit Katrin Weber. Und Fernsehaufzeichnungen haben wir auch gemacht. Also ich war eigentlich nie so richtig weg aus Zwickau. Werbung. ABC, kommt alle mit! Die Ranzenfete wird der Hit! Die Ranzenfete. Mit coolen Schulranzen, Modenschauen und der Aktion ausgewählte Ranzen 10% günstiger. Samstag, 26. Januar, 10 bis 17 Uhr im Bürgersaal vom Zwickauer Rathaus. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil hier wirklich alles stimmt, weil die Mitarbeiter freundlich und kompetent sind und weil man für sein Geld auch ordentlich was bekommt. Nicht nur Trinken ist im Preis mit inbegriffen, sondern genauso Sauna und es haut einfach alles hin. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Reise deines Lebens wartet auf dich. Der neue Citroën Berlingo als Diesel der jüngsten Generation. Schon ab 189 Euro im Monat. Die Familie haben wir nicht erschaffen. Aber das perfekte Familienauto. Premiere am 15. September bei deinem Citroën-Händler. Citroën.
jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Kennen Sie uns? Seit 17 Jahren machen wir ein Fass auf in Zwickau. Hohe Produktqualität und Freundlichkeit, das zeichnet uns aus. Unser Sortiment umfasst ein großes Angebot an Spirituosen, ausgesuchte Fassweine, eine gute Auswahl von Ölen und Essigen, eine kleine Feinkostecke und natürlich Flaschenweine. Auch vorgefertigte Präsente von klein bis groß finden Sie bei uns zu jeder Zeit. Wir führen regelmäßig Essig- und Öl-Workshops sowie Whisky-Verkostungen durch. Besuchen Sie uns in der Hauptstraße 30 bis 32. Wir freuen uns auf Sie. Der Zwickauer Heinrich Schulze hat in seinem Leben schon so einiges gemacht. Bekannt wurde er als Szenenbildner beim Deutschen Fernsehfunk. Er ist Maler und Zeichner. Als Puppenspieler ist er eine Institution. Und nun ist er auch noch unter die Buchautoren gegangen. Im Vorfeld seiner heutigen Lesung hat er mit TV Westsachsen über dieses Werk gesprochen. Von des Alters hohem Sitz, so der Titel des Werkes. Es sind also einige Lebensweisheiten darin zu finden, für die man schon ein gewisses Alter braucht. Der Leser findet in dem Buch so einige Denkanstöße für verschiedene Situationen im Leben und noch mehr. Ja, was steht drin, was man so denkt, ne? was einem im Kopf herumgeht. Und das ist also nun nicht erst jetzt entstanden. Ich habe immer, wenn ich Probleme hatte, dann habe ich halt was geschrieben und dann ging es mir besser. Sozusagen meine Pille gegen psychologische Beschwerden. Das Buch ist keine Hauruck-Aktion gewesen, bei der sich Heinrich Schulze die Inhalte unter Zeitdruck aus den Fingern saugen musste. Er hat sich Zeit gelassen. Viel Zeit. Also ich kann mal sagen, da sind Dinge dabei, die sind also so zur Wendezeit. Da hat es dann verstärkt angefangen, hat einen viel bewegt. Und da kann man sagen, das ist nun bald 30 Jahre. Also das ist die Frucht von vielleicht 30 Jahren. Von des Alters hohem Sitz sieht sich Heinrich Schulze etwa als schon so alt an. Gar nicht, aber es ist so, dass man hat ja immer gedacht, dass man die Welt versteht. Aber wenn man älter ist, merkt man, dass man also nicht immer alles verstanden hat, richtig verstanden hat. Und wenn man alt ist oder älter, sieht man es anders. Ob man es richtig sieht, ist eine andere Frage. Wer vielleicht 95 ist, sieht es nochmal anders. Das ist durchaus möglich. Was würde der Puppenschulze wohl einem jungen Menschen raten,
der ja seinerseits wahrscheinlich die gleichen Fehler macht wie vor Jahrzehnten er selbst. Nichts, weil sie machen immer wieder das Gleiche. Also man ist jung und man denkt, man hat irgendwas verstanden. Und mitunter ist es richtig, mitunter ist es falsch. Es gibt Leute, die durchschauen es gleich und andere nie. Und man kann gar nichts raten. Und wenn man in der Pubertät steckt, dann denkt man, die Welt ist nur so, wie man selbst tickt. Die ist dann ganz anders. Und später ist es wieder anders. Die Umstände sind verschieden. Die sind in jeder Gesellschaftsordnung anders, in jeder Zeit. Und da kann man niemandem raten. Man kann nur raten, dass man ehrlich bleibt für sich. Mit seiner liebenswerten Art kommt Heinrich Schulze bei den Leuten so gut an, dass das Antiquariat in der Zwickauer Hauptstraße für die Lesung am Dienstagabend in Windeseile ausgebucht war. Da hat mich das dann doch sehr gefreut für Herrn Schulze, dass er so populär ist. Und es tat mir auch leid für die vielen Kunden oder noch nicht Kunden, sage ich mal, für die vielen Interessenten, dass ich also nicht allen die Möglichkeit geben konnte. Und deshalb haben wir sofort eine zweite Lesung anberaumt. Und die war dann auch so in Windeseile ausverkauft, dass ich wirklich mich riesig freue und aber auch erstaunt war, also wie begehrt und wie beliebt Herr Schulze, was ich zwar geahnt habe, aber wie er wirklich ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Heinrich Schulze für die Lesung einen der profiliertesten Literaturkritiker der Welt gewinnen konnte, Professor Felix von Rebsack. Er kam heute Vormittag rein zufällig vorbei, als Heinrich Schulze vor der Fernsehkamera stand. Ich werde da sein und werde mein Bestes tun, um ihn zu loben oder fertig zu machen. Das ist meine Aufgabe. Schulze und Rebsack. Eine Kombination, die ein Garant für weitere ausverkaufte Lesungen wäre. Doch der Puppenschulze gibt sich bescheiden und plant erstmal keine ausgedehnte Lesereise, wie es andere vielleicht tun würden. Wenn es eine Nachfrage gibt, dann werde ich mich der stellen und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin jetzt nicht auf dem Trip, dass ich nun hier mit der Glocke durch die Gegend laufe und sage, kommt unbedingt zu mir. Man wird sehen. Ich habe eben jemanden getroffen auf der Straße, die hatte das Buch gekauft, eine ältere Dame, die ich gar nicht so persönlich kenne, und die hat geschwärmt davon. Das ist doch schön. Dann sollten Interessenten nicht lange warten und das Buch lieber gleich kaufen. Unerwartete Wirkung. Zur Belebung seines Himmelsdachs schuf Gott im Schaffensdrang die Achs. Zunächst zwei nur an der Zahl, vermehrten sie sich kolossal. So störten sie im Himmelszelt, mussten hinunter auf die Welt. Da fanden sie es wie vordem, unter Dachsparren bequem. Seither lebt unter jedem Dach auf der gesamten Welt ein Ach. Bei einem Wohnungsbrand in Zwickau ist am Montagabend eine Frau schwer verletzt gerettet worden. Das Feuer war gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Eckersbacher Höhe im Wohnzimmer ausgebrochen. Die Rettungskräfte fanden die 54-jährige Wohnungsinhaberin regungslos in der Küche liegend. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das Theater Plauen-Zwickau sucht für einen Projektchor Sänger. Eine Gesangsausbildung ist dafür aber nicht notwendig, hieß es vom Theater. Zum Einsatz kommt der Chor bei der Oper Aida von Giuseppe Verdi. Sie hat Anfang Mai im Vogtlandtheater Premiere. Ein erstes gemeinsames Treffen der Interessenten ist für den 7. Februar um 19 Uhr im Zwickauer Mahlsaal geplant. Werbung. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle.
Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWO-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWO-Bau. Bei uns wohnt die Zukunft. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Das wegen Schneemassen in Auerbach ausgefallene Testspiel zwischen dem VfB Auerbach und dem FSV Zwickau wird nun am morgigen Mittwoch im Westsachsenstadion ausgetragen. Anstoß zwischen dem Regionalliga-Vertreter und dem Drittligisten ist 17.30 Uhr. Erneut dabei auf Auerbacher Seite Josef Zritnicek, der bereits zum ZEV Hallenmasters zum Einsatz kam. Am Samstag reist der VfB zu einem weiteren Testspiel nach Greutsch. Auf Kunstrasen treffen die Köhler Schützlinge dort um 13 Uhr auf die Oberligamannschaft von Internationale Leipzig. Mit dabei dann Björn Trinks. Der 20-Jährige spielt derzeit noch für den Meraner SV und könnte ein weiterer Zugang der Auerbacher werden. Hart umkämpft war das Heimmatch des VSV Oelsnitz gegen die zweite des VC Dresden. Am Ende stand aber gegen den Tabellenvierten ein verdienter Dreisatzsieg der Regionalliga-Herren aus der Teppichstadt. Nun heißt es kommenden Sonntag beim Liga-Primus zu bestehen und mehr Licht als Schatten ans Netz zu bringen. Der vogtländische Tabellenzweite trifft am Sonntag dann auf den USV TU Dresden. Mit einem Oelsnitzer Auswärtssieg könnte der Tabellenerste dann VSV heißen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch bleibt der Himmel den ganzen Tag bedeckt. Regnen soll es nicht. Bei milden 3 bis 4 Grad weht ein mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Samstag. Die kommenden Tage werden wechselhaft. Am Donnerstag muss mit Regenfällen gerechnet werden, welche dann am Freitag in Schnee übergehen. Das Wochenende beginnt trocken mit Höchstwerten um 1 Grad. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war tagaktuell vom Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wundervollen Abend. Machen Sie es gut.